Willkommen zu dem Prep Guide Video für Phase 4. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns auf Phase 4 vorzubereiten. Die neue Phase erscheint am 11.07. und wahrscheinlich wieder erst spät abends, so gegen 10 Uhr, denke ich mal. Ich habe euch die wichtigsten Sachen zusammengefasst, welche ihr jetzt noch erledigen könnt. Los geht's mit dem PvP-Rank. Aktuell ist es so, dass wir in Phase 3 Rank 7 maximal erreichen können. Mit Phase 4 wird uns dann Rank 10 freigeschaltet. Es lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon auf Rank 7, weil ihr dann einfach mit P4 Release weniger Erde farmen müsst. Ihr könnt euch dann auf andere Sachen konzentrieren. Wenn wir dann mit Phase 4 auf Rang 8 und 10 aufsteigen, gibt es neue Setteile, also Brustteil, die Hosen, der Helm und die Schultern werden dann freigeschaltet. Das heißt, wir haben dann das komplette blaue Set. Es werden aber auch nicht nur die Dungeon und Raid Items überarbeitet und verbessert, sondern auch die PvP Sets werden verbessert. Das heißt, das Farmen macht auf jeden Fall Sinn. Um schnell Erde zu sammeln, damit ihr von Rang 7 auf Rang 10 auch schnell kommt, gibt ihr diese Ehre-Abzeichen, welches euch 250 Erde gibt. Die bekommt ihr ja durch das SDV-Event. Man kann maximal 99 von diesen Dingern tragen. Genauso könnt ihr auch diese Blutmünzen jetzt schon sammeln, um dann P4 Ehre-Abzeichen zu kaufen. Aber Vorsicht, Stand heute wissen wir noch nicht, ob man die in P4 überhaupt abgeben kann. Viele Spieler sammeln es jetzt schon, um einfach schneller voranzukommen mit dem Erde-Fortschritt in P4. In der Vergangenheit hat ihr Blizzard viele Sachen für die neue Phase gesperrt, wie zum Beispiel damals die PvP-Marken. Also nicht, dass ihr hier umsonst die ganze Arbeit macht. Bleiben wir gleich beim PvP-Bereich, und zwar die zwei wichtigsten Fraktionen, einmal die Wasung-Fraktion und die Arati-Fraktion. Ich empfehle euch, bringt die beide auf ehrfürchtig, weil wir bekommen richtig geile Sachen mit Level 60. Wir bekommen neue epische Schulterstücke, die es wirklich in sich haben. Genauso wie einen neuen Dolch für Caster-Klassen, was den Spell-Damage erhöht und den Crit, oder diesen Zweihandstab, der sogar euren Crit um 2% erhöht und euren Heal und Spell Damage um 41. Ansonsten gibt es einen neuen Gürtel, neue Stiefel und sogar einen Talisman, welches Schaden absorbiert. Bei der Wasung-Fraktion bekommen wir neue epische Armschienen, die wirklich stark sind, neue epische Beinstücke, neue Ringe, Halsschmuckstücke und sogar Waffen. Das heißt, ihr könnt euch instant, wenn ihr Level 60 seid, eindecken mit guten Sachen und ihr habt direkt gutes Gear. Für die WS-Fraktion könnt ihr die Dailies machen, was euch 1000 Erde pro Tag gibt. Da müsst ihr die einmal abgeben. Da müsst ihr das Event in Ashenvale mitmachen, also das PvP-Event. Und um bei der Arati-Fraktion schnell voranzukommen, da geht ihr nicht das Arati-Becken, sondern ihr macht das SCV-Event. Und dadurch bekommt ihr diese Holzstücke, die gebt ihr ab. Und pro Abgabe bekommt ihr dann 200 Ruf. Bleiben wir gleich bei den Fraktionen. Ihr könnt jetzt schon anfangen, Ruf zu farmen bei den Fraktionen Hydrixianer, Thorium-Bruderschaft, Holzschlundfeste und Agentum Vorhut. Es ist schon sicher und von Blizzard bestätigt, dass wir hier neue Items und Berufsrezepte sehen bei den Rüstungssendern von den Fraktionen. Das Ruffarmen jetzt, also vor Phase 4, ist ziemlich langwierig, WoW Classic Stil halt. In den vorherigen Phasen hat man immer gesehen, dass Blizzard uns das Ruffarmen erleichtert hat. Das wird in Phase 4 auch ähnlich ablaufen. Es ist schon bestätigt, dass wir für die Thorium-Bruderschaft und für die Hydrixianer Ruf farmen können bei dem neuen PvE-Event in Blackrock. Es wird also leichter sein, in P4 Ruf zu farmen als jetzt. Aber wer noch Zeit übrig hat, kann natürlich jetzt schon gerne starten. Was könnt ihr noch alles machen? Ihr könnt jetzt schon die Mats sammeln für das Dungeon Set 2. Das Dungeon Set 1 bekommen wir aus höherstufigen Dungeons, Scholo, Strat und wie die alle heißen, UBRS, LBRS, und das Dungeon Set 2 bekommt ihr durch eine lange Questreihe, und das ist ein Upgrade zum Dungeon Set 1. Das Gute ist, das Dungeon Set 2 wird verbessert in SOD, also das schaut wirklich, wirklich gut aus für alle Klassen, und viele dieser Items sind auch Pre-Biz-Items. Hier sind die Mats übrigens, die ihr jetzt schon farmen könnt für die Questreihe. Es gibt noch weitere Mats, aber die stehen euch noch nicht zur Verfügung. Wir wissen aber Stand heute noch nicht, ob Blizzard die Questreihe ein bisschen abschwächen wird. Wir haben noch keine Informationen dazu, aber so wie es aktuell ausschaut, wird die Questreihe so bleiben, wie sie ist. Und um euch optimal vorzubereiten, könnt ihr diese Mats jetzt schon farmen. Übrigens, die Questreihe für das Dungeon Set 2 könnt ihr noch nicht starten. Da müsst ihr ein höheres Level haben. Also falls ihr das vorhabt, ihr könnt eigentlich nur die Mats hier farmen und sonst aktuell nichts machen. Apropos Quest, die Allianzspieler können die Onyxia Vorquest jetzt schon starten. Die beginnt in brennenden Steppe. Aber nicht komplett fertig machen,
logisch, viele Teile werden erst mit P4 freigeschaltet. Horde-Spieler haben leider das Pech, dass die eine höhere Stufe brauchen, um die Quest zu starten. Falls ihr Lust habt, die Quest zu machen, in der Videobeschreibung ist unten ein Artikel, besser gesagt ein Guide, wie ihr Lernspieler die Quest starten können und machen können. Machen wir noch das Thema Quest fertig. Was fehlt? Klar, eure 20 Vorquests, die ihr machen müsst, um dann abzugeben, und so spart ihr euch sehr viel Zeit. Jetzt habt ihr die Zeit, das zu machen. Und das Geile ist, Wowhead hat hier einen Artikel veröffentlicht, also eine Pre-Quest-Route, die ihr als Allianz-Spieler und Horde-Spieler machen könnt. Also die Route, die am besten und schnellsten geht und die euch am meisten EP gibt fürs Abgeben. Ich werde einen Link in die Videobeschreibung packen, schaut es euch an. Ich empfehle es euch auf jeden Fall, alle das zu machen, um schnellstmöglich voranzukommen, falls ihr das wollt. Kommen wir zu den Berufen. Ein sehr wichtiges Thema, denn in Phase 4 werden Berufe unglaublich wichtig werden. Es kommen viele neue, starke Rezepte ins Spiel, die mit Sicherheit Skill 300 bei den Berufen erfordern werden. Das gleiche gilt übrigens für Sekundärberufe. Wir wissen nicht, was für Berufsrezepte wir vielleicht für Kochkunst bekommen. Wenn ihr das jetzt schon geskillt habt, dann habt ihr einen großen Vorteil, müsst es dann nicht mehr im P4 machen. Und sammelt so viel wie möglich Cooldown-bedingtes Material an. Bei Alchemie sind es ja die Arkanitbarren, bei der Schneiderei der Mondstoff, bei Lederverarbeitern ist es ja das raffinierte Tiefsteinsalz. Glaubt, das hat alles einen Cooldown von 3 bis 4 Tagen. Diese Mats werden sehr, sehr gefragt sein in P4, vor allem zur Herstellung der neuen Berufsrezepte. Also nutzt die Zeit, alle 3 Tage die Mats herzustellen, und vergisst nicht, das Ganze auch mit euren anderen Charakteren zu machen, weil ihr dann einfach mehr von diesem teuren Zeug herstellen könnt und so mehr Gold machen könnt einfach. Um jetzt schon Consumables für Phase 4 zu farmen, könnt ihr zu den verwüsteten Landen gehen. Da gibt es ein paar Quests, die ihr machen könnt, und ihr erhaltet folgende Items. Das heißt, für jeden ist was dabei, für Range-Klassen, für Caster-Klassen, für Mini-Klassen. Das heißt, ihr könnt es zusammen mit anderen Consumables nehmen, also zum Beispiel Fläschchen, Tränken und alles andere. Aber diese Items sind einzigartig, das heißt, ihr könnt immer nur eins davon tragen. Das war's auch fast schon. Es gibt auch ein paar kleine Nebensachen, die ihr auch machen könnt. Zum Beispiel holt euch den World Buff und schweißt ihn ein, damit ihr einfach schneller vorankommt beim Level. Sammelt jetzt schon alle Flugrouten, zum Beispiel um Gorokrater, Silithus oder Everlock in Winterspring. Brennende Steppe nicht zu vergessen. Dann natürlich Gold fürs Epic Mount. Ihr könnt jetzt schon das Gold farmen. Das Epic Mount wird zwischen 800 und 1000 Gold kosten. So ist es zumindest aktuell auf dem PTR, wenn die Preise gleich bleiben. Sie könnten es aber auch reduzieren, so wie bereits in SOM. Besser gesagt, wie in Phase 2 von Season of Discovery. Aber hier gibt es nun nichts Offizielles dazu. Schlafsack bereithalten gibt 3% mehr EP. Ist zwar nicht die Welt, aber warum sollte man darauf verzichten? Und jetzt sagt mir noch einmal einer, es gibt nicht viel zu tun in Season of Discovery. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Habt viel Spaß. Bis Montag.